Hallo zu einer neuen War Thunder Gast-Replay-Folge von Mr. Crubble. Er hat mir einen Replay geschickt vom russischen Sherman vom M4A2, glaube ich. Ja, genau, der M4A2. Also die Premium-Variante bei den Russen. Und die Deutschen sind auch noch dabei. Sehr schön. Sieht ganz stark danach aus. Also die Sowjets und die Deutschen gegen die Amis, die Briten. Genau. Alles klar, vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch die Franzosen oder sowas noch mit dabei sind. Oder vielleicht die Japaner. Schauen wir mal, ne? Oder ob das wirklich so ein 2 gegen 2 oder so ist. Genau, das Ganze spielt wohl auf 5.3. Obwohl, das Centurion ist, glaube ich, sogar auf 5.7, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, genau, der Tiger H1, sehr wohl. Also auf 5.7 sind wir unterwegs. Und dieser Panzer hier müsste ja, glaube ich, auch auf 5.7, glaube ich, sogar sein. Oder auf 5.3. Also ich tippe jetzt einfach mal auf 5.3. Oder auf 5.0. Je nachdem. Oh, er wechselt sogar mal in die Fahrerperspektive. Ich muss zugeben, das habe ich noch nie gemacht. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, die Perspektive. Aber sie ist halt eigentlich nicht so nützlich. Genau, so. Jetzt kriegt er das Rohr wahrscheinlich nicht runter. Hat Glück, dass. Jawohl, sehr schön geschossen. Perfekt. Einwandfrei. Er hat auch ein bisschen Glück gehabt, jetzt, dass die M18 ihn nicht sehen, weil er steht doch ziemlich offen da, also auf dem Berg. Und in der Wüste, finde ich, sieht man die Panzer immer sehr, sehr gut. Ja, hat er mal Glück gehabt. Das könnte jetzt gefährlich werden. Yep. Der kommt beim Centurion wohl nicht vorbei. Vorbei. Durch, meine ich. Eventuell beim Turm. Oh ja. Sehr schön. Wunderbar. Er hatte Glück gehabt, der Centurion hat zweimal daneben geschossen. Aber diese Position kenne ich sogar, wo er steht. Da war ich mal mit der Ru gestanden. Also, ich habe eigentlich keine Abschüsse gemacht. Aber ich war da zusammen mit Akorsio und der konnte da ganz gut agieren. Ich habe da vielleicht ein, zwei Abschüsse gemacht. Der konnte sogar, glaube ich, so vier oder fünf machen. Also diese Position hier könnt ihr euch merken. Vor allem, wenn man dann relativ guten negativen Richtwinkel hat, ist die gar nicht mal so zu unterschätzen. Weil man kann einfach zwei Annahmepunkte eigentlich sehr gut verteidigen. Also man hat einen guten Überblick. Man muss halt aufpassen, dass Gegner von B jetzt nicht. Ja doch, man gibt's einfach, man ist einfach extrem weit offen und Gegner bei B, die sehen dich sofort. Man muss es gar nicht verschönern. Und bei A ist es auch relativ grenzwertig, ich habe das noch relativ viel Häuser. Hoi, er hat ihn getroffen. Aber leider an den Churchill, da würde er nicht durchkommen wahrscheinlich. Da wäre jetzt wahrscheinlich die AP-Munition besser dafür geeignet. Aber genau, also bei dieser Position einfach aufpassen. Bei Leuten, die. Gut, ein Sherman, der kommt auch nicht durch. Von Leuten, die einfach von B daherkommen. Weil die sehen einen sofort. Gut, der Churchill hat wieder daneben geschossen, aber da wird er mit der APHE nicht durchkommen, wahrscheinlich. Comet, das wäre ein gutes Ziel, aber ist halt ziemlich schnell dran. Ein bisschen weit weg, also ist schon relativ schwierig, den zu treffen, aber wunderschön. Vorne beim Laufrad wieder rein. Und wie es ausschaut, kommt der Jumbo bei ihm nicht durch. Yep. Aber er wird bei diesem Jumbo auch nicht durchkommen. Keine Chance. Das ist halt jetzt der Jumbo, der ist eigentlich schon relativ gut gepanzert, aber seine Kanone ist halt einfach nur richtig schlecht. Vor allem auf 5-7.
Außer man hat halt die AP-Munition, aber das ist auch ein kleinkalibriges Geschoss und macht jetzt auch nicht so viel Schaden, auch wenn man mal da penetrieren kann. Gut, schaue ich noch bei ihm zu. So. Das war ich mir gerade nicht sicher. Das war doch gerade eine andere Ansicht irgendwie. Gut, jetzt wird er wahrscheinlich langsam merken. Oh, oh, das ist ein Jumbo. Könnte ich mir vorstellen. Er müsste ihn halt irgendwo bei der Wanne treffen. Und er versucht jetzt, glaube ich, auch da irgendwie hinzutreffen. Aber auf der Entfernung. Puh. Und ich weiß auch gar nicht, wenn er die Schwachstelle erwischt, ob er dann durchkommt. Ah, also er versucht, glaube ich, gerade bei der Laufkette gerade vorne durchzukommen. Das ist so eine Schwachstelle bei den Shermans. Von rechts ist auch noch ein Schuss dahergekommen. Ja, das wird noch ziemlich knackig. Ja, die Gegner haben alle 3 Punkte. Und es sind nicht mehr allzu viele Leute übrig. Ah, hat das sehr gut gesehen. Oh. Ah, ganz knapp, ganz knapp. Also wenn ich das richtig sehe, sind jetzt nicht mehr allzu viele Verbündete übrig. Also er muss... ja, versuchen jetzt zu überleben. Au, verreck und wieder ganz knapp daneben. Der M18, ich weiß gerade nicht, was der macht, aber er hat ihn jetzt nicht mehr gekillt. Ich weiß jetzt nicht, wieso er nicht rückwärts gefahren ist. Hat er vielleicht einen Schuss abbekommen und der Richtschütze und der Fahrer waren ausgeschalten? Also, ganz komisch. Weil er normalerweise hätte er sehen müssen, dass da jetzt ein Schirm auf ihn schießt. Und der Jumbo kommt von unten daher. Aber... oh. Ja genau, jetzt ist von links oben einer gekommen. Hat man auch auf der Minimap gesehen, dass da einfach keine Verbündeten mehr waren. Und jetzt muss er sich anstrengen, der Herr Mr. Crabble. Gut. Genau, also auch die P45, die Premium-Variante. Er hat mir geschrieben, dass er da ein bisschen vorankommen wollte bei den Russen und deshalb da ein bisschen auf die Premium-Fahrzeuge gesetzt hat. Und wieso höre ich gerade keine Motorengeräusche? Na gut, dann kann man sich wenigstens gut verständigen. Aber das sind noch so Geräusche, als würde ich die ganze Zeit Treffer bekommen. Alles klar, irgendwie sind wieder Motorengeräusche da. Man hat gehört, wie der Verbündete den Gegner abgeschossen hat. Alles klar, ich nichts verstehen. Oh, da sind noch... boah, sind da viele Gegner noch. Eieiei. Schade. Ich glaube, die waren ein bisschen zu flach geflogen und... ja, ein bisschen zu flach und ich glaube auch ein bisschen zu früh abgeworfen. Gut, und das sind mir sehr unbekannte Flugzeuggeräusche, was der hier gerade rumtrötete. Oh, der hat noch eine Bombe abgeworfen. Hat sogar ein bisschen getroffen. Aber, na, was ist denn das für ein Geräusch gerade? Ist der furchtbar. So. Gut. Sehr steil angeflogen. War natürlich auch wieder ein bisschen schwierig, da mit der Bombe zu treffen. Aber ja, das ganze Match sieht nicht mehr so gut aus. Also es sind wirklich noch sehr viele Gegner da. Und wie ich das sehe, noch ein schwerer Panzer und ein Panzerjäger vom eigenen Team übrig. Und nee, da ist noch ein mittelschwerer Panzer, der gleich drauf geht, weil da gerade 4 Gegner kommen. Und... hey, hat einen M18 ausgeschaltet. Sehr schön. Ah, da sind gerade noch ein paar Verbündete gespawnt. Vielleicht hat er ja ein bisschen Glück. So, da hinten ist eine Fury. Das ist, müsste doch so ein Doppeldecker sein. Den könnte er vielleicht auch noch abschießen, wenn es wäre. Oh, den M18. Da, oder? Komm.
Ja, also ich glaube, den Richtschützen, Ladeschützen hat er schon erwischt. Die Fury hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Und mit ein bisschen Glück kriegt er die M18 da jetzt noch. Er schießt auf den M24. Ich glaube, beim M24 kommt er da durch. Ja, von oben her doch, der M24 ist ja gar nicht mal so gut gepanzert. Also ich glaube, der müsste da sogar durchkommen. Oh, es kommt noch eine Spitfire. Ich bin mir nicht sicher, er sieht, glaube ich, die Spitfire nicht. Nein, er sieht sie nicht und das wird, glaube ich, jetzt böse. Hat er es jetzt gesehen? Nein, er schaut eher auf den Boden. Ja, die Spitfire kommt langsam, aber sicher. Naja, wenn er jetzt dreht. Also, eine P47 müsste es und das Spitfire theoretisch wegfliegen können. Aber die hat ein bisschen mehr Schwung. Wie man sieht. Okay. Das wird jetzt ziemlich kritisch. Ja, natürlich, der Motor gleich wieder getroffen. Und ja, also wenn eine Spitfire direkt hinter einem ist, dann ist es schwierig. Vor allem, wenn es auch noch mehr Impuls hat. Gut, dann bedanke ich mich einfach mal für diese Runde. Vielen Dank, dass du es mir geschickt hast. Und falls ihr auch noch irgendwelche coolen Runden habt, dann schickt es mir doch gerne. Einfach an skulde@web.de, würde mich freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Ciao!